Song stehe ich. Auf den Song stehe ich. Toll. Und so geht's. Die gesamte Band spielt jetzt gleich einen Song. Allerdings nur in ihren Köpfen. Aber ihr könnt die Band jeweils an- und ausschalten. Das geht so. Ihr bekommt immer zwei oder drei MusikerInnen aus unserer Band zugeteilt. Und wenn ihr aufsteht, spielen diese MusikerInnen genau die Stelle, an der sie gerade im Song sind, sodass wir alle sie hören können. Wenn ihr euch wieder hinsetzt, stoppen sie. Auf dem Cube hier oben seht ihr einen Timer, der euch genau anzeigt, wie lange das Lied, was gerade läuft, noch weitergeht. Und jeder von euch hat ein 15-sekündiges Zeitkontingent, um es innerhalb dieses Zeitlimits abzurufen. Sollte es dazu kommen, dass eure Uhr auf Null runtergelaufen ist und ihr nicht vorher eine Abgabe gemacht habt, seid ihr auch raus. Das heißt, bei Null geht bei euch das Licht aus und ihr habt keine Chance mehr noch zu buzzern. Wenn ihr denkt, die Antwort zu wissen, innerhalb der Zeit, an dem ihr durcheinander aufgestanden seid, ihr hört ja auch die Musik der anderen, buzzern, richtige Antwort, gibt einen Punkt, falsche Antwort, seid ihr auch raus. Das ist ein saukompliziertes Spiel. Ja. Cool. Traut sich eh keiner nachzufragen. Du hast es fantastisch erklärt. Habe ich das fantastisch erklärt? Ja, hast du. Jeder einzelne Song startet, sobald Joanny an den Percussions, wenn sie loslegt, geht auch der Song los. Der erste Song ist 1,42. Ein kurzes Lied. Wow. Alter. Ach, Mist. Boah. Herr Werner. Ja. Ist das richtig? Richtig. Ein Punkt für Nilam. Und vielleicht auch nochmal für euch. Hinter euch seht ihr auch, welche Instrumente bei euch freigeschaltet werden. 1:11 ist der nächste Song. Hier geht er los. Oh, bitte Licht, bitte ich. Bitte Licht, bitte ich. Fuck! Ich habe auch gedrückt. Tina Turner. Hey. Was? Ich muss doch drücken, falls das Licht ausgeht. Nee, wenn er, aber da muss ich erst sagen, ist falsch und dann wäre es soweit. Aber wir suchen den Songtitel. Tina Turner. Schneller, weiter. I'm simply the best. The best. Ah, man freut sich ein bisschen mit ihm. Es tut mir leid, aber das war hart erarbeitet. Fari, wir hören rein. Bonnie Tyler hat den Song 88 veröffentlicht, ohne irgendeine große Wahrnehmung. 89 kam Tina Turner hinterher, hat ihn nochmal veröffentlicht. Welthit. So viel zu Tina Turner. Liebe Grüße in die Schweiz. 1,40 für den nächsten Song. Wie heißt der nochmal? Hey, Katy Perry Firework. Ich glaube, das Publikum weiß es genau, wie du es weißt. Wir schauen trotzdem, ob es richtig ist. Baby,
Richtig. Einen weiteren Punkt. Und weil es so schön ist, habe ich hier noch einen Song für euch. Oh Mann. Och Mann. Ayaye, Coco Jumbo, ayaye. Ayaye. Ist es ayaye, Coco Jumbo, ayaye. Und 1,27 für den letzten Song. Ja, ja, ich fühle so mit dir. Das ist immer so gut, wenn man es... Entschuldigt. Vielleicht kommst du das nächste Mal einfach, wenn wir das Spiel spielen. Oder? Ja? Let her go. Ja. Ja. Boah! Fari! Let her go vom Passenger, ein Punkt für Fari. Und an der Stelle... Vielleicht mal ganz kurz einen Riesenapplaus für diese Band. Es ist so sauschwer. Tausend Dank, The Mighty Winterscheids. Das war Auf den Song steh ich.